wir haben wieder Ratespiele. Was denkst du? Wie könnte das Produkt auf Spanisch heißen? El producto. Super, sehr schön geraten. Rate mal weiter. Die Produkte. Los productos. Toll. Du hast also ein S an den Artikel gemacht und an das Wort. Los productos. Gut. Rate mal, wie man modern auf Spanisch sagen könnte. Moderne? Richtig, es gibt moderno, es gibt moderna. Genauso. Bei den Maskulinen, die wir später brauchen, wäre das O und ansonsten machen wir das A dran. Ne? Das hängen wir dran. Okay, in dem Sinne, rate weiter. Das moderne Produkt. Das Adjektiv kommt dahinter. El producto moderno. Fantastisch. Hört sich zwar ein bisschen doof an, die Kombination modernes Produkt, aber nur mal rein hier von der Grammatik her. Die modernen Produkte. Los productos modernos. Richtig, genauso. Los productos modernos. Schön. Das Produkt, das ich verkaufe, ist modern. El producto que vendo es moderno. Gut. El producto que vendo es moderno. Die Produkte, die ich verkaufe. Los productos que vendo. Fantastisch. Los productos que vendo. Jetzt brauchen, um den Satz weiterzumachen, bräuchten wir jetzt das Wort für sind. Sind auf Spanisch ist son. Son. Und das wird S-O-N geschrieben. Und das spanische S sprechen wir nicht wie das deutsche aus. Auf Deutsch benutzen wir ja die Stimme. Wir sagen S. Und auf Spanisch ist es reines Rauschen. Es ist nur S. Die Produkte, die ich verkaufe, sind modern. Versuch's mal. Los productos que vendo son modernos. Super schön. Hast du ganz toll angeglichen. Aus moderno hast du modernos gemacht. Gut. Wie sagt man eigentlich guten Morgen? Buenos dias. Buenos dias, genau. Und was hast du eine Idee, was das wörtlich heißt? Wenn du dir das mal so anschaust, kennst du schon den Ausdruck? Gute Tage? Ja, richtig. Du hast Buenos und du hast Dias da drin und es ist Plural. Wir haben ja gerade gesehen Modernos, das waren diese modernen Produkte, diese Os-Endung, Modernos, OS ist Plural. Und dasselbe haben wir auch bei Buenos Dias, es ist Plural. Für die Einzahl, die Form wäre Bueno. Bueno heißt gut. Und der Tag ist dann nur der Dia. Also aus diesem Dias machen wir das S weg und hast Dia. Und es ist einer der wenigen Wörter, obwohl sie auf A enden, sind sie männlich. Also es ist El Dia. Und das erkennen wir daran, weil wir ja sagen Buenos Dias. Wir haben ja nicht gesagt Buenas Dias. Wie würdest du, also wenn du jetzt weißt, bueno heißt gut, wie würdest du dann sagen, das Produkt ist gut? El producto es bueno. El producto es bueno, ja. Das Haus ist... Ich hatte kurz eine Frage, ja, zu dem Bonus. Bis wann sagt man das denn? Bis 12 Uhr oder bis 1 Uhr? Buenos dias, bis 12 Uhr, ab 12 Uhr, buenas tardes. Das Haus ist gut. La casa es buena. Gut, la casa es bueno. Buena. Du hast es richtig gesagt. Es ist ja la casa und dann wird aus bueno wird buena. Gut. Das Material ist gut. El material es bueno. El material es bueno. Der Tag ist gut. El día es bueno. Sehr schön. Die Reaktion ist gut. La reacción es bueno. Buena. Buena. La reacción es buena. Der Montag ist gut. El lunes es bueno. Gut. Der Mond ist gut. La luna es buena. La luna es buena. Gut. Der Kanal ist gut. El canal es bueno. Richtig. Was war nochmal das Wort für sind? Son.
Richtig. Die Kanale sind gut. Los canales son buenos. Los canales son buenos. Okay. Wir hatten das bis jetzt immer richtig. Jetzt hast du dich sehr auf dieses Os konzentriert und dann dich selbst verbessert und hast dann Canalos gesagt. Aber das mit dem Os ist nur, wenn das Wort auf O aufhört. Wenn das Biprodukto ist, aus Produkto wird Produktos und aus Canal wird Canales. Canales. Also wäre es Los Canales son buenos. Los canales son buenos. Denk mal an das Wort für Ritual, weil jetzt wollte ich dich fragen, die Rituale sind gut. Los rituales son buenos. Super. Los rituales son buenos. Richtig. Die Partys sind gut. Las fiestas son buenos, buenas. Gut, schön. Las fiestas son buenas. Das Kino ist gut. El cine es bueno. Gut, el cine es bueno. Der Park ist gut. El parque es bueno. Gut. Die Ideen sind gut. Las ideas son buenas. Las ideas son buenas. Ich habe eine gute Idee. Tengo una idea buena. Gut, tengo una idea buena. Es gibt manche Situationen, wo man es auch davor tun kann. Also du kannst auch sagen, tengo una buena idea. Das ist keine gute Idee. No es una buena idea. 99,9%, fast richtig. No es una buena idea. Oder no es idea buena. Dann kannst du dir das una sparen. Weil wir das ja noch gar nicht so richtig besprochen haben, U und una, obwohl es ja sehr gut passt hier. Also no es idea buena oder no es buena idea oder no es una buena idea. Guck mal, drei Möglichkeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du möchtest, gib mir ein Like und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!